okay, come on, guys. Also es ist ganz klar, schau mal, diese Leute sind, ich glaube nicht, dass wenn man diese Leute fragt, fühlst du dich Deutscher oder Niederländer oder Belgier oder Marokkan, dann sagen sie, ja, ich bin ein Marokkaner. Natürlich, also das ist ganz deutlich. Und wenn man das sagt, wenn man das behauptet, ist man ein Rassist. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. In China gehen die Menschen endlich, muss man sagen, gegen den Zero-Covid-Wahnsinn ihrer Regierung auf die Straße. In Brüssel brennen Autos nach einem Fußballspiel und in Deutschland, klopf, 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 kommt nachts die Polizei, um gegen Hate Speech im Netz vorzugehen. Endlich! Es gibt also viel zu besprechen mit der großartigen Eva Vladinger-Burg, eine der messerschärfsten Beobachterinnen von Politik hier in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA. Eva, uns zugeschaltet aus Amsterdam, herzlich willkommen. Hi Julian, vielen Dank. Klopf, 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 das ist die neue Parole der Berliner Polizei. Das Klopf, Klopf, Klopf-Kommando kommt mit Spezialkräften, wenn man im Internet Hass und Hetze verbreitet hat. Unter dem Motto Hass ist keine Meinung, eine linke Kampfparole, haben deutsche Polizeikräfte in den letzten 48 Stunden in ganz Deutschland, aber vor allem hier in Berlin, hunderte Wohnungen und Häuser durchsucht, Laptops beschlagnahmt, Handys beschlagnahmt und stolz darüber getwittert, klopf, 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 wenn Sie Hass und Hetze im Netz verbreiten, dann kommen wir auch demnächst zu Ihnen. Ich weiß nicht, Eva, wie euer niederländischer Blick auf uns Deutsch ist, aber wir in Deutschland waren eigentlich ganz froh, klopf, klopf, klopf bei nachts von einer politisierten Staatsmacht los zu sein. Ja, ich würde nur fragen, also wiederholt die Geschichte sich wieder? Habt ihr nichts gelernt? Ist die Stasi wieder da? Also auf jeden Fall spricht die Berliner Polizei auf Social Media. So, man muss vielleicht einmal sagen, ich sage immer, egal wie links du bist, dein Social Media Team ist noch linker als du. Ich persönlich glaube, dass das, was die Polizei dort auf Social Media verbreitet, wenig zu tun hat mit dem, was normale, anständige Polizisten hier in Berlin machen wollen. Die sind normalerweise Polizist geworden, um gegen Verbrechen vorzugehen und nicht gegen das, was irgendjemand gepostet haben könnte. Aber warum passiert das neuerdings wieder so? Warum ist das so in Mode geraten, dass die Polizei auf einmal politisiert und vollkommen offen unter linken Schlagwörtern, linken Kampfbegriffen, linken Parolen gegen Meinungen vorgeht? Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass die Polizei selber das machen wollte oder wollte, aber dass die unsere Elite, also die, ja, wir sagen, dass wir die Führer, also drinnen beim Polizei, das sagen, also sie sollten es machen. Aber das, ja, dass das jetzt wieder passiert, das für mich ist das totale Stasi-Vibes. Und man kann schon sagen, ja, Hass ist keine Meinung, aber doch, natürlich ist das eine Meinung. Was Hass ist oder was Hass bedeutet oder heißt, das ist natürlich total ein persönliches Konzept. Also dass jetzt der Polizei das machen sollte, ist total erschreckend. Und ich kann eigentlich nur sagen, okay, wir lernen überhaupt nichts von der Geschichte. Das ist schon deutlich. Du hast Jura in Deutschland studiert. Du bist Rechtsphilosophin. Das heißt, du machst dir viele Gedanken darüber, was Recht ist, wer bestimmt, was Recht ist und große deutsche Erfahrung, wie schnell Recht dafür genutzt werden kann, Unrecht zu Recht zu erklären. Eine Erfahrung, die wir gerade in diesem Land, das muss man leider sagen, immer wieder gemacht haben. Jetzt hat die Polizei etwas Interessantes auf Social Media auch geschrieben. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn Sie dagegen verstoßen, dann kommen wir demnächst auch zu Ihnen. Klopf, klopf, klopf. Jetzt ist es so, dass Artikel 1, die Würde des Menschen in Deutschland, das Heiligste, was wir haben, ein Abwehrrecht der Bürger gegen den Staat ist. Gegen den Staat. Das ist kein Artikel gegen die Bürger. Das ist ein Artikel, der uns vor der Polizei, der uns vor einer politisierten Staatsmacht schützen soll und nicht die Polizei und die Politik vor uns. Was bedeutet das, wenn sozusagen das heiligste Schutzrecht der Bürger auf einmal verwendet wird, um gegen die Bürger vorzugehen? Ja, das alles wird umgedreht. Also das sehen wir überall im Westen, dass diese Rechten, die wir normalerweise haben gegen unseren Staat, dass man nicht mehr versteht,
dass wir es auf diesen Grund haben überhaupt. Das haben wir natürlich mit Corona auch sehr viel gesehen, dass es jetzt geht um, was der Staat darf gegen uns. Also wir sind jetzt da für den Staat und nicht der Staat für uns. Und normalerweise würde ich sagen, wieso haben wir das vergessen? Wieso versteht man nicht mehr, dass nicht der Staat, dass wir nicht für den Staat arbeiten, aber der Staat für uns? Und das, wenn man das vergisst, wenn ein Volk das vergisst, dann kann es nur schlimm gehen. Du hast Corona gerade angesprochen, Eva. Kommen wir damit nach China. Dort demonstrieren Menschen seit Wochen sehr mutig, sehr tapfer, muss man mal sagen, gegen das Regime und gegen die Zero-Covid-Politik des chinesischen Regimes, der kommunistischen Partei. Beeindruckende Bilder, aber... Hm. Demonstrationen gab es in Deutschland, in Europa ja auch. Die wurden nicht so gefeiert wie Demonstrationen gegen diese Maßnahmen in China. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst? Ja, genau das Gleiche. Also das sind natürlich erschreckende Bilder. Aber was ich am meisten denke, ist, ja, unsere Elite, wenn sie es könnte, würde sie uns gleich so auch so behandeln. Und dass das jetzt nicht passiert, ist natürlich eigentlich nur eine Frage von Zeit, glaube ich. Ich bin davon überzeugt, dass das unser Vorland ist. Also es ist nur, dass hier im Westen alles Schritt vor Schritt geht. Also sie können nicht gleich full pull China machen. Also sie warten noch ein bisschen und sie machen es nur, wenn es total notwendig ist für ihre eigene Sicherheit. Und die Leute hier glauben das natürlich allen, aber ich bin da total von überzeugt, dass unsere Elite das auch genauso machen würde mit uns, wenn sie die Chance habe. Machen würde, wenn sie die Chance haben. Man muss ja, wenn man jetzt einmal zurückblickt, sagen, in Teilen ist das ja schon geschehen. Zero Covid in China, das bedeutet rigorose Lockdowns, abgesperrte Häuserblocks, Massentests, Quarantänepflichten und so weiter und so fort. Auch in Deutschland gab es Experten, die für Zero-Covid-Strategie waren, die menschliche Kontakte so radikal vermeiden wollten, dass das Virus ausstirbt, die Deutschland in Zonen aufteilen wollten, grüne Zonen, rote Zonen, und wer das Virus vielleicht in sich tragen könnte, darf nicht mehr von der einen Zone in die andere Zone gehen. In Deutschland wurden die Kritiker der Corona-Maßnahmen damals niedergebrüllt und Demonstranten kriminalisiert. In China werden sie gefeiert. Ja. Und zwar, sie werden von den gleichen Leuten jetzt gefeiert, von den Menschen, die Demonstranten in Deutschland niedergebrüllt haben. Wie passt das zusammen? Ja, ein normaler Mensch würde natürlich sagen, das kann eigentlich sein. Das ist, wieso passiert das? Wieso werden diese Demonstranten gefeiert und werden wir würden alle niedergebrüllt? Also vor 6 Monaten noch. Also was ist da passiert? Aber ich glaube, das ist natürlich eine Strategie. Was hier passiert, ist, dass die Medien hier sagen, schau mal, wir sind nicht so wie China. Und das ist, weil sie es natürlich ein bisschen langsamer machen als die Chinesen. Wie ich schon gesagt habe, sie können nicht gleich full pull China gehen. Also sie würden nur sagen, jetzt, okay, schau mal, wenn du dich einfach impfen lässt, dann lassen wir dich wieder frei. Schau mal, so schlimm ist es eigentlich nicht. Wir machen es für ihre Sicherheit, wir machen es für ihre Selbstfreiheit, haben sie auch gesagt. Und das ist, glaube ich, was die Medien hier jetzt versuchen. Sie versuchen es uns weiß zu machen, dass wir glauben, dass es nicht so schlimm ist im Westen. Aber ich glaube, dass die ganze Idee dahinter ist natürlich das total das Gleiche. Aber das erklärt, wieso sie jetzt anders reagieren auf diese Demonstranten. Du hast gerade noch mal die gute alte Impfung angesprochen. Einmal nur die Frage, wie es gerade in Holland ist. In Deutschland sind viele Schulen leer, weil Kinder keine Abwehrkräfte mehr haben, weil Lehrer keine Immunabwehr mehr haben, weil sie durch die Maske entwöhnt worden sind. Ganze Klassen sind geschlossen. Es gibt übrigens in Deutschland auch flächendeckend keine Kindermedikamente mehr. Das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, das erste Mal, seit ich auf der Welt bin, gibt es kein Nurofen, diesen Fieber- und Schmerzsaft für Kinder in Apotheken. Weg, ausverkauft. Wie ist da in den Niederlanden gerade die Lage? Ist das ähnlich dramatisch? Ähnlich dramatisch in den Niederlanden, ähnlich dramatisch, glaube ich, überall über der Welt, wo geimpft ist. Also in Afrika ist das Problem überhaupt, existiert überhaupt nicht.
aber in den Niederlanden schon, in Europa, überall ist es so. Und was in den Niederlanden, das habe ich vielleicht schon früher schon erzählt in einer anderen Sendung, aber unsere Regierung sagt auch, okay, all diese Daten über Impfung und unsere Übersterblichkeit, da sind wir. Okay, Übersterblichkeit, die es jetzt gibt, und es gibt viele Übersterblichkeit. Es gibt mehr als 1000 Personen pro Woche extra, die sterben. Sie sagen einfach, wir können diese Daten nicht freigeben, weil das gegen unser Datenschutzgesetz hingeht. Datenschutz! Also, das ist auch wieder zum Totlachen, dass unsere Regierung, die das überhaupt, das medizinische Geheimnisse total geändert hat, jetzt sagt, nein, wir können das nicht freigeben, weil das eine Privacy Matter ist. Ja, ich weiß schon warum. Ja, darüber werden wir noch viel hören in den nächsten Monaten und Jahren. Extrem verstörende Bilder haben uns auch nach dem WM-Spiel Belgien gegen Marokko erreicht. Marokko hat das Spiel gewonnen und daraufhin haben marokkanische Migranten nach Abpfiff mehr oder weniger Brüssel zerlegt. Oder, wie es in vielen deutschen Medien hieß, belgische Fußballfans. Erklär uns bitte, was da passiert ist. Haben da linke Träume gebrannt? Ja, sicher. Und es war nicht nur in Brüssel. Das ist, glaube ich, so bemerksam hier. Es war in Brüssel, es war in Den Haag, es war in Amsterdam, Rotterdam, Paris. Es gab überall, wo es eine große Migrantengruppe aus Marokko gab, gab es diese, sagen wir, Krawallen auf Deutsch? Ja. Ja, genau. Okay, ganz genau. Okay. Und ich habe auf Twitter geschrieben, später, also das zeigt wieder, dass es total gescheitert ist mit Integration. Dass es überhaupt nicht geklappt ist, dass wir überhaupt nicht geschafft haben, um diese Leute zu integrieren. Und dann gab es Leute, weil normalerweise in den Niederlanden zum Beispiel sind diese Leute dritte oder vierte Generation Immigrant. Also normalerweise ist das eine Oxymoron. Und das haben Leute auch gesagt. Das ist rassistisch, das darf man nicht sagen, weil nach drei oder vier Generationen ist man schon ein Belgier oder ein Niederländer. Aber ich bin es nicht, der das sagt. Das sind die Migranten selber, die mit den marokkanischen Flagge auf der Straße sind gezogen und da alles erstört haben. Nicht nur in den Niederlanden, nicht nur in Belgien, nicht nur aber auch in Frankreich, weil sie sich überhaupt nicht belgisch, niederländisch oder französisch fühlen. Sie identifizieren sich immer noch als Marokkan, als marokkanisch. Also ich sage es nicht, die sagen es selber. Sie fühlen sich keine Niederländer. Und die Medien trauen sich nicht wirklich, das auszusprechen, oder? Wie gesagt, in Deutschland war in vielen Medien von belgischen Fußballfans, was natürlich streng genommen stimmt, viele von denen haben einen belgischen Pass, aber man hätte unter belgischen Fußballfans zerstören nach einer dann ja Niederlage aus ihrer Sicht ganze Stadtviertel schon ein anderes Publikum irgendwie erwartet, oder? Ja, das ist natürlich Clown World. Belgier, Niederländer mit einer marokkanischen Flagge. Okay, come on, guys. Also es ist ganz klar. Schau mal, diese Leute sind. Ich glaube nicht, dass wenn man diese Leute fragt, fühlst du dich Deutscher oder Niederländer oder Belgier oder Marokkan, dann sagen sie, ja, ich bin ein Marokkaner. Natürlich. Also das ist ganz deutlich. Und wenn man das sagt, wenn man das behauptet, ist man ein Rassist. Also wirklich, es kann nicht sein. Wir können einfach nicht spielen. Wir können nicht mit diesen Leuten reden. Es geht nicht mehr. Die Wirklichkeit ist deutlich und wir sollen es benennen. Hast du von irgendeinem linken Politiker, und ich würde darauf eine Flasche Champagner ausloben, wenn du es mit Ja beantwortest, hast du von irgendeinem linken Politiker danach gehört, dass diese Bilder irgendetwas mit gescheiterter Migrationspolitik zu tun haben könnten? Nein, ganz und gar nicht, natürlich nicht. Aber ich möchte schon eine Flasche Champagner, bitte. Warum traut sich kein linker Politiker, das auszusprechen, das einfach zuzugeben? Man kann ja mal falsch liegen mit seinem Glauben, mit seinen Grundsätzen, mit seinen Ideen von Politik, wobei man da schon gewaltig falsch gelegen hat. Warum traut sich niemand zu sagen, dieses Konzept von der bunten Gesellschaft ist offenkundig gescheitert? Es kann ja jeder sehen. Wenn meine Straße brennt, sehe ich ja, dass da etwas nicht funktioniert hat.
Ja, weil natürlich dann die Linke auch ihre Politik ändern sollen. Und das wollen sie nicht. Also man kann nicht jetzt sagen, es gibt schon ganz, ganz große Probleme und dann nicht sagen, wir müssen vielleicht auch mal die Grenzen zumachen. Ja, damit fängt es, glaube ich, an, ne? Also das geht nicht für diese Leute. Sie können das nicht sagen, weil dann auch es natürlich eine Lösung geben soll. Und was ist die Lösung eigentlich? Dass wir wieder Leuten, die hier, also die aus sicheren Ländern kommen zum Beispiel, wieder nach Hause schicken werden. Und das ist natürlich ein total Tabu für die Linke. Also sie sagen nur, nein, das, was du da siehst auf der Straße, wenn du das sagst, dann bist du ein Rassist. Das ist es. Das ist natürlich viele Male einfacher. In Deutschland arbeitet die Bundesregierung gerade an einer großen neuen Einbürgerungsreform, dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. Die Staatsbürgerschaft soll es dann schon nach 5 Jahren statt nach 8 Jahren geben. Das heißt, alle Menschen, die mit der Flüchtlingskrise zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, werden auf einmal Deutsche. Und neben dem deutschen Pass sollen Migranten auch ihren alten Pass behalten dürfen. Kurz gesagt, Deutscher werden soll einfacher werden, schneller gehen. Wie verändert Migration ein Land, eine Kultur? Ja, so viel glaube ich, dass es nicht wieder zu erkennen ist. Und in den Niederlanden war es schon so. Also für uns ist es schon so, dass man nach 5 Jahren Staatsbürger wird. Also wir haben das und all diese Leute, die hier mit der Migrationskrise gekommen sind, sind jetzt offiziell Niederländer. Aber nur offiziell natürlicherweise, nur in einer Papierenwirklichkeit, soll ich sagen. Wenn es geht um Kultur, natürlich überhaupt nicht. Und ich rede jetzt mit dir über diese Leute, die 5 oder 8 Jahre hier sind. Aber wir haben soeben die Marokkaner gesehen, wie ich schon gesagt habe, dritte oder vierte Generation. Und die fühlen sich immer noch mehr Marokkaner als Niederländer. Also das zeigt schon, dass wir noch eine sehr, sehr, sehr viele Male schlimmere Zukunft haben, glaube ich, als es jetzt schon ist. Du sagst, sie fühlen sich immer noch mehr als Marokkaner als Niederländer. Ich würde sagen, sie fühlen sich wieder mehr als Marokkaner denn als Niederländer. Denn in Deutschland ist es zumindest so, viele Menschen, die aus der Türkei hierher gekommen sind, die erste und zweite Generation, fühlt sich deutlich mehr als Deutsche als ihre Kinder und Enkel. Es ist ja offenbar schlechter geworden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ja, das kann ich schon eigentlich verstehen. Wofür stehen wir im Westen noch? Welche Werten geben wir diesen Menschen? Keiner. Wie heißt es, eine Regenbogenflagge? Okay. Ja, normale Leute tauschen nicht ihre eigene Kultur aus für ein LGBT-Wahnsinn-Kultur, wenn es auch Kultur heißen darf. Ja, also das verstehe ich schon. Wir wissen überhaupt selber nicht, wer wir sind. Kommen wir zu einem Streit, der gerade oder einer politischen, großen politischen Auseinandersetzung, die gerade bei dir zu Hause in den Niederlanden tobt. Dort gibt es einen Güllestreit. Der Staat will die Bauern enteignen. Erklär uns bitte, was da los ist. Ja, also unsere Regierung hat gesagt, dass es eine Stickstoffkrise gibt in den Niederlanden und deswegen sollen jetzt die Bauern weggehen. Und statt natürlich die Flughäfen oder so etwas anzupacken, gehen sie hinter den Bauern her. Und wieso? Natürlich, weil es einen anderen Grund gibt. Es gibt natürlich überhaupt keine Stickstoffkrise. Das ist eine totale, auch wieder Papierenwirklichkeit. Aber sie brauchen das Land, diesen Bauern. Weil in den Niederlanden haben wir überhaupt keinen Platz und wir haben schon eine Bevölkerung, die immer noch wächst. Nicht, weil die Niederländer so viele Kinder bekommen, aber weil wir natürlich offene Grenzen haben und jede Woche fast 1.000 Leute reinkommen. Also wir brauchen mehr Häuser. Und was braucht man für Häuser? Land. Und was hat die niederländische Staat nicht? Land. Aber das haben die Bauern schon. Und deswegen machen sie das. Sie enteignen jetzt unsere Bauern fast 3.000. Und wenn das alles passiert, ja, ich weiß nicht, wo wir unsere wie heißt das denn? Versorgung. Lebensmittel, ja, Ja, Lebensmittel. Lebensmittelversorgung bekommen. Das muss man ja sagen. Wir merken ja durch Corona und das ganze Problem der Lieferketten bis heute, Ukraine-Krieg, Lieferketten von dort, wie wichtig es ist, Versorgung im eigenen Land zu haben, Lebensmittel im eigenen Land zu haben. Wie kann man so verrückt sein, sich gegen die Menschen zu wenden, die einen ernähren?
Ja, man kann eigentlich nur konkludieren, dass das alles absichtlich gemacht wird. Weil ein normaler Mensch würde das natürlich nie machen, wenn es schon so viele Probleme gibt. Dann ist das schlimmste Idee natürlich, um die Bauern wegzuschicken. Aber unser Staat macht es schon. Und es zeigt auch wieder, dass es nicht wirklich geht um Stickstoff. Weil normalerweise kann man auch sagen, okay, wieso dürfen diesen Bauern dann nicht ihren Land auf dem Markt frei verkaufen? Wieso soll der Staat das sich zueignen? Also das zeigt schon wieder, dass es überhaupt keine freiwillige Sache ist und dass es überhaupt nicht geht um Stickstoff. Also ich glaube, dass man, wenn man die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert man auch die Bevölkerung. Und da geht es wieder um. Eine großartige Zukunft der Kontrolle. Eva Vladingerbruck, herzlichen Dank für all diese Antworten auf schwierige und teilweise beunruhigende Fragen. Das war Achtung Reichelt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigen Sie sich nicht für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.